Filme über Menschenrechtsverletzungen, zu sehen in Nürnberg. Sie geben den Opfern eine Stimme. Petition heißt der Film von Regisseur Zhao Liang über entrechtete Chinesen. Welche Geschichten erzählt ein Gesicht? Regisseurin Susana de Sosa Diaz thematisiert in ihrem Film 48 die ein halbes Jahrhundert andauernde Diktatur unter Salazar in Portugal. Und Regisseurin Kim Longinotto beschäftigt sich in ihrem Film Pink Saris mit dem Schicksal von zwangsverheirateten jungen Mädchen in Indien. Das Festival beginnt morgen in Nürnberg.